Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFT Live Trading TV heute zur US-Markteröffnung. Der Dow Jones ist, kurz und knapp gesprochen, unsinkbar. Die Verkäufer wollen nicht in den Markt kommen. Wir haben ja nochmal so einige ziemlich erratische Ausschläge im DAX zu sehen bekommen während der europäischen Handelssitzung. In der Vorbörse, ich habe natürlich auch die Vorbörse betrachtet im Dow Jones. Wobei die natürlich nicht besonders aussagekräftig ist, aber es war schon eine ziemlich enge Kiste. Der Markt ist infolge der, wo auch immer sie hergekommen sein möchten, diese Aufschläge im DAX. Ich zeige das mal ganz kurz, damit alle im Bilde sind. Kurzen Augenblick. So. Ja, da sieht man die Kursbewegung im DAX. Einfach mal so scharf rauf. Roundabout, was waren es? 100? Na, 100 waren es nicht. Es waren 80, 90 Punkte. Pi mal Daumen innerhalb weniger Minuten. Wo auch immer dieser Impuls hergekommen sein mag, so wirklich erschließen tut es sich nicht. Auf jeden Fall hat das natürlich dazu beigetragen, dass auch im Dow Jones dann aus arbitragetechnischer Sicht ganz besonders oder als stark positiv korreliertes Asset, beziehungsweise ich nehme mal hier diesen Dow Jones, kurz noch einen Blick, so, dass dann infolgedessen natürlich auch hier eine Aufwärtsbewegung auf den Weg gebracht worden ist, die schon mal ziemlich auch dynamisch aussah. Das waren 40 Punkte in der Vorbörse, das ist nicht so ganz ohne tatsächlich. Und ist auch schwer, muss man fast sagen, dann dort, ja, also wieder genügend Druck aufzubauen. Da muss da wirklich schon mal so wirklich kurzer Moment vom Risk-Off reinkommen. Also die Wahrscheinlichkeit hat sich enorm erhöht gehabt, dass dieser Trade dann ausgestoppt worden wäre, ganz kurz hier, mal die Stunde, damit man das ungefähr sieht. Wir reden von der Kerze hier. Kurz noch einen Blick. So, nehme ich mal raus. Also wir reden von dieser Kerze hier und da hat der Stop gelegen. Also wir waren da bedrohlich nah dran. Ja, dann kam noch der Spread in der außerbörslichen Zeit dazu. Der beträgt zu dieser Zeit dann 4 Punkte. Aktuell ist es ja ein Punkt. Das ist super attraktiv, den in der Haupthandelszeit zu traden, also zwischen 15:30 und 22 Uhr. Das heißt also in der Zeit, wo die Wall Street offen ist. Aber eben hier in der Vorbörse, beziehungsweise dann in der Nachbörse oder über Nachthandel und dergleichen, da ist dann eben infolge der niedrigen Liquidität seitens der Liquiditätsprovider ein Markup draufgeschlagen, oder ein Markup nicht, sondern eine Spread-Ausweitung. Da wird die Geldseite ein Stück runtergenommen, die Briefseite ein Stück hoch und dann haben wir ein Spread von 4 Punkten. Das erhöht natürlich dann nochmal, besonders in so einem evolatilen Marktumfeld, die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt zu werden. Es ist nicht geschehen, ja. Und deswegen war da nochmal so eine leise Hoffnung hier zur Eröffnung, dass da vielleicht Druck aufkommt. Ja, manchmal findet sich ja dann doch ein vereinsamt Bär irgendwo, der drückt einen Knopf und schiebt da einfach mal, weiß ich nicht, 1000 Kontrakte dann rein, Market und bums, da stehst du einfach 50, 60, 70 Punkte tiefer, hast wieder ein bisschen Luft nach oben. Der Gedanke war da, aber nichtsdestotrotz, leider ist da niemand auf den Knopf gefallen und infolgedessen gerade eben, wie gesagt, der Stop-Out. Also meine Frustration hält sich wirklich in Grenzen, denn irgendwann ist es dann natürlich auch so, dann sagst du, okay, also initial war die Reaktion ja genau, wie man sich sie gewünscht hat. Man hat dann auch hier nochmal gestern zunehmend bearische Action gesehen, die uns in Richtung der 20.000er Marke geführt hat. Aber nichtsdestotrotz, es wurde dann auch mehr und mehr ersichtlich, dass der Wille da offensichtlich bearische Action auf den Weg zu bringen nicht gegeben ist. Und das hat dann sich ja besonders auch hier schon während der europäischen Handelssitzung abgezeichnet, wo auch immer, wie gesagt, diese Ausschläge nach oben und unten herkommen. Unattraktiv ist es allemal. Wirklich was mit anfangen kann man nicht, das will ich auch sagen. Also was der DAX hier gerade hinlegt, das ist einfach nur, ja, das ist nicht nur nicht gewöhnungsbedürftig, das ist einfach nur schlimm. Also das ist einfach nur nervig, ehrlich gesagt. Und wir können nur hoffen, dass früher oder später wirklich dann mal signifikanter Impuls auf den Weg gebracht wird, der uns dann auch mal während der europäischen Handelssitzung etwas ermöglicht. Fakt ist auf jeden Fall, aktuell ist da im Dow Jones, und jetzt sind wir in der US-Handelssession, deswegen gucken wir uns diese auch entsprechend an, ist eben hier dieses Szenario erstmal hinfällig. Heute früh, ich hatte ja gesagt, wenn man so ein bisschen seine Zeichenkenntnisse anwendet, oder man hätte es auch markttechnisch gut erkennen können, wohl, noch ist es nicht vorbei, muss man sagen, noch ist es nicht vorbei, noch besteht die Chance, dass das hier eine rechte Schulter wird, solange wir nämlich unterhalb hier der Allzeithochs bleiben. Also das ist der Bereich 20.160 Punkte, da müssen wir mal schauen, ob das noch gelingt, denn worum es hier geht ja, ist ja, dass wir infolge dann solch einer Sequenz hier, fallender Hochs und fallender Tiefs, beginnen, eben eine Umkehrformation zu bauen, zu bilden. Also so kann man ja aus markttechnischer Sicht eine Schulterkopf-Schulterformation interpretieren. Ich denke, das macht auch deswegen am meisten Sinn, sich solch eine Formation zu betrachten, einfach weil sie eine markttechnische Basis eben hat. Und aus dieser Perspektive dann eben nicht,
ich sag mal, so abenteuerlich anmutet, wie zum Beispiel ein Gartenlib-Pattern. Also das nehme ich mal als gerne genommenes Beispiel, einfach weil ich damit überhaupt gar nichts anfangen kann. Ja, also wir haben die Sequenz steigender Hochs, steigender Tiefs, das ist eine Aufwärtsstruktur. Und dann fängt der Markt eben an, hier entsprechend diese Hochs nicht mehr zu erreichen, sondern fängt dann an, dort solch ein Umkehrmuster zu bauen und damit diese Aufwärtsstruktur hier definitiv zu brechen. Und was wir jetzt eben hier erkennen können, ist, das können wir hier so reinzeichnen, wir können eben erkennen, dass wir dort, hier oder von mir aus auch dort, also ich habe das jetzt ein bisschen schief gezeichnet, ich präferiere nämlich eine steigende Nackenlinie dann an der Stelle, dass der Markt dann eben beginnt, hier an solch einer Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs eben zu arbeiten und infolgedessen diese Trendstruktur bricht, die hier übrigens definitiv gebrochen wäre. Wie gesagt, das hätte man noch ein bisschen anders einzeichnen können, aber alles in allem, denke ich mal, wird klar, worauf ich hinaus will. Und das bedeutet natürlich, solange wir unterhalb dieser Allzeithochs hier traden, bleibt der Dow Jones hier durchaus noch gefährdet, solch eine Formation auszubauen, die dann eben auch ja, eine Attacke auf die 20.000er Marke eben nach sich ziehen könnte. Aber wir sehen eben auch aktuell zumindest mal, heute finden sich diese Verkäufe definitiv nicht. Ich will auch jetzt ganz ehrlich sein, ich bin trotz meines jetzt gerade ausgestoppten Intermezzos im Dow Jones, mit einem kleinen Profit immerhin, also es waren, ich müsste jetzt mal gucken, 32 Punkte, richtig? 28 Punkte? 38 Punkte waren es. Ich bin aber dennoch hier nicht wirklich willens, weiter mich irgendwie für die Long-Seite begeistern zu lassen. Das hat auch damit zu tun, dass ich eben nach oben die Chance-Risiko-Verhältnisse als unattraktiv erachte. Also die Breaks auch auf der Oberseite sind sehr, sehr dürftig ausgefallen. Der erste Break über die 20.000er-Marke, der ist ja noch gar nicht so lange her. Da hole ich mal hier kurz diese Grafik drauf. So. Da ist noch ein bisschen Dynamik draufgekommen, hat man hier dann erkennen können, das war damals der 25.01., das ist vor 2 Wochen gewesen, oder ja, ungefähr, ne? Vor ungefähr 2 Wochen, und da kam dann noch ein bisschen Dynamik auf. Wir haben dann nochmal einen kleinen Versuch gestartet und dann kam schon der erste heftigere Rücksetzer. Dann kam die zweite Attacke auf die 20.000, beziehungsweise auch hier die Attacke auf das Allzeithoch, und das war eben alles andere als dynamisch, hat mich ja dann sogar veranlasst, die Short-Position auf den Weg zu bringen. Und das ist eben genau dann auch der Grund, weswegen ich nach oben das Potenzial eben als beschränkt sehe, und die Chance-Risiko-Verhältnisse sind sowieso schon unattraktiv, ausgehend von dem relativ weit gelaufenen Marktumfeld. Jetzt könnte man dennoch natürlich zu der Überlegung kommen, wenigstens versuchen, von einer sogenannten Squeeze zu profitieren. Also es kann ja durchaus sein, dass Intraday, wenn solch ein signifikantes Level überwunden wird oder man die Chance darauf bekommt, mit adäquatem Risiko eine solche Squeeze zu antizipieren, dass das attraktiv sein könnte, mit engem Stop 20, 30 Punkte eben auf eine Bewegung zu gehen von, ja, weiß ich nicht, 90, 120 Punkte. Ein CRV von 3 bis 4 zu 1 könnte sich dann vielleicht sogar ergeben. Aber der Vorstoß dort am Dienstag, der mich eben zu diesem Short veranlasst hat, der hat dann doch relativ deutlich schon dann auch gezeigt, sorry, aber da kommt nicht wirklich Dynamik eben entsprechend gerade auf. Und das ist dann eben genau der Grund, weswegen ich aktuell eben auch von Long-Engagements aus absehen möchte. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass wir hier jetzt gerade eben im Dow Jones auch schon bereits die Open Range nach oben verlassen haben, in der letzten 5-Minuten-Kerze. Aber wie gesagt, ich tue mich sehr, sehr schwer, das in irgendeiner Form zu handeln, Long zu handeln. Ja, wir können Rücksetzer mal überlegen, vielleicht nochmal gegen die 20.090 bis 20.090er-Region ungefähr. Wir wissen ja auch von der Stunde her, das ist der Bereich jetzt hier um dieses Hoch, was sich dort ausgebildet hatte, gestern in der Vorbörse wohlgemerkt, also signifikant sieht definitiv anders aus, dann könnte man von dort nochmal versuchen, sich long zu positionieren, aber das ist das nächste, alles andere als attraktiv aktuell. Also Lethargie hält an, das sieht zwar dynamisch aus, aber wir müssen uns auch immer vor Augen führen, dass wir reden hier von einer Bewegung von 40 Punkten, das ist mit viel, viel Wohlwollen mathematisch sind das 0,2%. Also das sieht zwar einerseits dynamisch aus, ist aber auch der Tatsache geschuldet, weil eben die Börse in der Vorbörse schon sehr undynamisch ausgeschaut hat und auch, weil generell der Modus nicht so wirklich dynamisch sich gerade darstellt. Und das sorgt eben dafür, dass ich dann im Dow Jones gerade wirklich zurücknehmen möchte. Und jetzt mich einfach neu erstmal orientiere auch. Ja, wieder mal schaue, vielleicht geht es doch nochmal Richtung der Allzeithochs. Wenn dort wieder so ein kleines Spike ist, dann könnte man es ja erneut versuchen, mit einer ähnlichen Ansatz eine Short-Position aufzubauen. Aber bis dahin wollen wir erstmal so ein bisschen uns geduldig zeigen. Ich sehe gerade hier parallel übrigens Gold, gerät relativ scharf unter Druck, also da ist doch ein bisschen Dynamik drauf. Dann können wir mal einen kurzen Blick auf den Markt werfen. Also Gold hier gerät stärker unter Druck. Ja, gleichzeitig parallel der US-Dollar auf dem Vormarsch. Ich gehe mal kurz hier, vielleicht in diesen Chart, da habe ich noch ein bisschen bessere Möglichkeiten.
Wenn wir uns den Euro-US-Dollar anschauen, Britisch Pfund-US-Dollar anschauen, erstmal Euro-US-Dollar, sehen wir, kommt gerade so ein bisschen runter. Auch hier dennoch, ja, ich würde das nicht überbewerten. Besonders Dollar-japanischer Yen ist gerade eben vielleicht interessant, weil wir über die 100, 113 wieder zurückgelaufen sind. Das sieht schon mal recht dynamisch aus jetzt hier. Ja, bleibt aber auch so ein bisschen noch abzuwarten, ob das wirklich dann eine nachhaltige Bewegung ist. Der US-Dollar auch in der jüngeren Vergangenheit ja etwas stärker volatil gewesen. Heute früh noch bearische Vorgaben, rote Vorgaben gehabt. Also jetzt wieder auf dem Weg in Richtung der heutigen Tageshochs, vielleicht nochmal sogar über die Hochs von gestern um 100,70 hier im US-Dollar-Index-Future. Kann sein, dass die Korrektur sich da ein bisschen fortsetzt, aber ich würde das nicht unbedingt zwangsläufig jetzt schon als nachhaltig betrachten. Wie gesagt, weil die Downtalking-Versuche der Trump-Administration jederzeit um jede Ecke irgendwie ja, sich versteckt haben könnten. Ja, und alles in allem, wie gesagt, vielleicht einen Tag heute einfach mal ein bisschen früher Feierabend zu machen, einfach mal so ein bisschen den Abend an, dann zu genießen und dann zu schauen, vielleicht gibt es morgen in den Wochenschluss nochmal ein bisschen Action. Die Hoffnung geben wir auf jeden Fall nicht auf. Wie gesagt, ich weiß, das Haupthandelswährung, Haupthandelsmarkt ist der Aktienindex, ganz besonders der DAX eben oder die Aktienindizes, ja, oder auch die US-amerikanischen Indizes, die geben aktuell eben relativ wenig her. Die Devisenmärkte präsentieren sich alles andere als schön sauber, eben durch die Äußerung von Trump und Co. Das heißt also, aktuell Geduld haben, diszipliniert auf den Spot warten und wenn er sich bietet, dann entsprechend dann halt zuschlagen. Ja, Aktionismus ist, glaube ich, aktuell keine so gute Ratgeber. Das heißt meinerseits gewesen für heute. Ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting dann um 10.30 Uhr. Und ja, das, wie gesagt, wäre es dann für heute auf jeden Fall erstmal gewesen. Ich freue mich auf morgen. Habt euch also wohl. Macht's gut. Bis dann und tschüss.